Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FlixFlex. Wir machen weiter in der Design-Serie vom Research übers Design bis hin zum Listing und kümmern uns heute darum, das Listing zu schreiben bzw. erstmal die Keywörter rauszusuchen, die wir dafür verwenden wollen. Wundert euch übrigens nicht, dass beim Datum es noch hier im August ist. Ich produziere die Videos momentan extra ein wenig vor, damit die beiden Designs einfach ein bisschen Zeit haben, organisch zu ranken, ohne dass da jetzt irgendwie ihr schon wisst, wie die aussehen oder wie die schon zu finden sind. Genau, wie ich mein Listing schreibe, ich mache das meistens, dass ich Helium 10 dafür benutze. Dafür gehen wir jetzt aber erstmal auf Amazon. Und zwar nutze ich da häufig die Cerebro und den Magnet als beide Funktionen. Und beim Cerebro geht es ja darum, dass man die Asins von anderen Produkten eingibt. Und genau das, würde ich mal sagen, machen wir jetzt auch mal. Darum gebe ich mal ein, Bootsführerschein bestanden 2022. Und schau mal, welche von den Designs schon relativ lange auf dem Markt sind, was wahrscheinlich jetzt nicht so viele sind, weil es eben zu diesem Jahr ein T-Shirt ist. Aber genau, beim Cerebro geht es eben darum, dass die T-Shirts möglichst lange schon auf dem Markt sind, um möglichst viel Erfahrung, sage ich mal, gesammelt zu haben, weil Amazon ja analysiert, aus welchen Keywords die Produkte bzw. diese T-Shirts hier gekauft wurden und was der Kunde eingegeben hat und letztendlich hier zu diesem Kauf gekommen ist. Darum würde ich mal sagen, sortieren wir das Ganze jetzt auch einmal nach, erstmal nach dem BSR, scrollen dann hier runter und schauen, wo es denn anfängt mit den Designs. Das sehen wir hier. Kann wir hier sehen, am 20. November 2021, das können wir im Prinzip mal reinnehmen, hier reinfügen und so sammle ich jetzt erstmal ein paar verschiedene Asins, die hier dazu passen würden. Insgesamt kann man 10 machen, die würde ich auch einfach ausfüllen, ist ganz praktisch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier mal ein paar Asins eingefügt und jetzt drücken wir mal auf Keywords erhalten und schauen, was dabei herauskommt. Ich habe hier links auch schon mal hier unsere Notizen geöffnet, wo wir gleich die Keywörter eintragen. Um das ein bisschen aufzuteilen, mache ich das meistens, sage ich das in Keywords und in Long-Term Keywords unterteile. Das können wir dann erst nochmal kurz schließen. Und dann gehen wir erstmal hier runter und schauen nach dem Suchvolumen gefiltert, was wir denn so haben und was vielleicht passen könnte. Natürlich sind hier auch viele T-Shirts bzw. Suchphrasen wie böse Onkels, Geschenk, SUP-Zubehör, Kapitänsmütze, die vielleicht nicht direkt passen, aber ein paar, denke ich mal, können wir aufnehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so sehe, die Kapitänsmütze, könnten wir mal nehmen. Mal sehen, Bootszubehör klingt auch ganz interessant. Hier sehen wir noch, dass Kapitänsmütze Herren ganz gerne in der Kombination gesucht wird, darum schreiben wir. Nehmen wir uns die Kapitänsmütze, die wir hier unten schon bei normalen Keywords haben und packen das auch noch in die Longtail Keywords mit einem Herren dahinter. Dann sehen wir hier noch ein Keyword, was relativ gut passt. Hier Sportbootführerschein See. Das kopieren wir uns auch nochmal raus, packen das hier in unsere Liste. Genau das gleiche mit Sportbootführerschein Binnen. Nehmen das auch nochmal hier rein. Sowie den normalen Bootsführerschein. Scheint auch einigermaßen gut gesucht zu werden. Hier fällt mir noch auf, dass wir auch zu diesem Bootszubehör, was wir ja schon aufgeschrieben haben, dahinter noch ein Motorboot stehen haben, also ein weiteres Longtail-Keyword hätten. Das schreiben wir auch nochmal mit hier in die Liste mit auf. Und hier oben haben wir nochmal den Sportbootführerschein, um den es ja, denke ich mal, hier auch mehr oder weniger geht. Hier haben wir noch einmal ein Longtail-Keyword mit Geschenk und die schreibe ich auch ganz gerne raus. Und benutze die vor allem dann für die Brand, weil dort schreibe ich auch generell in mein Listing das Geschenk mit rein. Und wenn wir sowieso jetzt etwas haben, was zusammenpasst, können wir das sehr gut dafür dann nutzen. Hier gibt es noch den Sportbootführerschein Knoten als etwas längeres Longtail-Keyword. Das nehmen wir auch nochmal mit auf. Und was, denke ich, noch ganz praktisch ist, weil wir hier schon ein Segelzubehör Geschenk haben und somit Geschenk hinten steht, haben wir hier noch ein Keyword gefunden mit Geschenke für Bootsfahrer, wo quasi Geschenke am Anfang steht und wir jetzt einfach Hintergeschenk für Bootsfahrer noch hinzufügen können und somit zwei
Longtail-Keywords direkt in einer kleinen Phrase untergebracht haben. Dann habe ich jetzt nicht mehr viel sonst weiter gefunden. Darum würde ich sagen, gehen wir über in den Magnet. Und hier geht es darum, dass man Keywords eingibt und das Tool zeigt einem dann weitere Keywords an, die dazu passen. Und was wir hier machen können, ist, dass wir eben diese vier Keywords, die wir hier oben als einzelne rausgeschrieben haben, dass wir die zum Beispiel hier in den Magnet eingeben, wie Sportbootführerschein. Das kann ich auch hier einmal direkt machen. Und dann schauen, ob da irgendwelche passenden weiteren Begriffe sind, die noch irgendwie da einen Zusammenhang haben. Jetzt hat es auch mal geladen. Jetzt können wir mal gucken. Sortieren das nochmal wieder nach Suchvolumen und schauen uns an, ob es hier etwa passende Keywords gibt. Hier sehen wir zum Beispiel das Wort Knotenübungsset. Und wir haben bei unseren Longtail-Keywords jetzt zum Beispiel schon den Sportbootführerschein Knoten. Und da Knoten hier am Ende steht, könnten wir direkt dahinter noch Übungsset dranhängen, was einfach dann dafür sorgt, dass wir direkt auf zwei Longtail-Keywords ranken und das in einem kleinen Satz. Mehr habe ich jetzt auch erstmal nicht gefunden, darum würde ich sagen, geben wir jetzt erstmal das nächste Keyword ein. Das wäre hier Bootsführerschein und schauen, ob wir hier eventuell noch ein paar neue Wörter finden können. Viel Neues habe ich jetzt nicht entdeckt, darum würde ich sagen, sollte das auch hier gewesen sein mit den Keywords, die wir gefunden haben. Ich denke mal, das reicht, um ein gutes Listing daraus zu schreiben. Wir können ja noch sowas nehmen wie Kapitän 2022. Und jetzt im letzten Schritt geht es nochmal darum, das Ganze im Markencheck herauszufinden, ob die einzelnen Satzphrasen hier, Sportsbootführerschein, See zum Beispiel, ob die eventuell getrademarkt sind. Um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, geben wir die hier ein. Das war bei dem, hat das schon mal gepasst. Schauen wir beim nächsten auch nochmal. Sehr gut. Das sollten wir hier keine Probleme haben. Okay. Einfach nur nochmal, um Nummer sicher zu gehen, ist, denke ich mal, der etwas bessere Weg, als im Nachhinein etwas zu bereuen. Geben wir dann noch einmal Bootszubehör Motorboot ein. Scheint aber alles gut zu funktionieren. Und Sportbootführerschein können wir auch nochmal schauen. Ja, das scheint alles zu funktionieren. Perfekt. Dann würde ich sagen, war es auch fürs Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ein bisschen weitergeholfen zu sehen, wie ich meine Keywords rausfinde. Im nächsten Video geht es dann darum, wie wir das Listing schreiben. Also wie wir die ganzen kleinen Wörter mit den Longtail-Keywords verbinden können. Und dann daraus entsprechend einen schönen Text verfassen. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen bis hierhin. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder so habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Und yes, ciao, ciao.